Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal, Fluch der Karibik für die Microsoft Xbox. Wir sind bei Teil 31 sind wir jetzt angelangt. Ja, im 30. Teil ist einiges passiert. Was ist alles passiert? Am Anfang habe ich gleich einmal erzählt gehabt, die Sache von wegen mit dem Hauptmissionsbug, der ja quasi passiert ist, beziehungsweise ich bin in der Hauptstory nicht weitergekommen, weil ich nicht diesen Herrn hier, der vor mir ist, diesen ehemaligen Sklaven, weil ich den nicht angeheuert habe in meine Mannschaft, deswegen bin ich nicht weitergekommen in der Hauptstory, das heißt, ich habe nochmal alles laden müssen zu einem von einem früheren Speicherstand. Da haben wir dann halt eben alles so gemacht wie bisher, nur dieses Mal haben wir ihn aufgenommen in unsere Mannschaft. Jetzt da konnten wir dann fortfahren mit der Hauptgeschichte. Wir haben dann Danielle gefunden auf Isla Muel, mit der haben wir gequatscht. Während dieses Dialoges haben wir uns entschlossen, dass wir den Governor Silhard, dass wir dem nicht mehr gehorchen wollen, beziehungsweise in seinen Diensten stehen wollen und dass wir ihm einen Besuch abstatten wegen diesen Inka-Schatz, beziehungsweise diese eine Goldstatue, die ist da. Eine goldene Statue von Hurukatzela irgendwas, dem Totengott der Inkas, weil um den dreht sich ja alles quasi in dem Spiel / Fluch der Karibik halt eben, warum diese untoten Piraten unterwegs sind, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall sind wir dann mit ihr, haben wir uns zusammengeschlossen quasi, sind dann mit ihr nach Redmond gesegelt, dort haben wir dann quasi den Gouverneur in seinem Schlafgemach überrascht, wollten ihn ausquetschen, dass er uns erzählt, was er weiß über die Goldstatue, aber er hat zu Hilfe gerufen und seine Wachen sind halt eben reinkommen, die haben wir müssen bekämpfen und dann sind wir von dort geflohen. Als nächstes sind wir dann nach Oxbay, auf die Insel Oxbay geschippert und dort haben wir dann die Statue haben wir an uns gerissen, indem wir ins Gefängnis gegangen sind, weil dort ist die aufbewahrt worden. Da haben wir dann mit den Wachen im Gefängnis kämpfen müssen, weil die draufgekommen sind und der Silhard schon die Nachricht verbreitet hat, dass wir halt eben nicht mehr für ihn arbeiten und die wollten uns inhaftieren. Daraufhin haben wir halt eben unseren Säbel gezückt und haben uns die Freiheit quasi erkämpft oder erfochten. Ja, dann sind wir von dort weggefahren, beziehungsweise die Statue war dann schon auf ein Kriegsschiff, ist schon auf ein Kriegsschiff geladen worden und wie wir uns aus dem Staub machen wollten, aus Greenford, weil wir dort quasi mit unserem Schiff angelegt haben, sind wir dann angegriffen worden, erstens von der Garnison, / vom Fort von Greenford und das Schlachtschiff, ebenfalls eine Fregatte, so wie die Tiger's Claw, hat uns dann auch noch attackiert in der Bucht von Greenford und das haben wir nach längerem Zusammenschießen, ich gehe da meistens auf Nummer sicher, haben wir dann dieses Schiff eingenommen, damit wir eben diese Goldstatue bekommen. Und als nächstes sollten wir uns beim Leuchtturm von Oxbay sollten wir uns treffen mit der Danielle. Gut, ich bin jetzt da haben wir auch geändert im vorigen Teil und da ist der Clemens ist da, aber sie ist nicht da. Jetzt schauen wir mal ganz kurz ins Abenteuerbuch, da steht nichts drinnen, weil das ist die eine Story, die auch nicht weitergegangen ist, wegen einem Bug. Aber im Endeffekt stehen wir jetzt da deppert rum. Ich rede noch mal kurz mit ihm, aber der hat mir nichts zu sagen. Wunderbar, toll. Ja, also da ist unser Schiff, da hinten ist die andere Fregatte, da ist noch der andere drauf. Ich durfte aber bis jetzt nicht auf See gehen, weil eigentlich habe ich mir gedacht, hey, Leibwand, kann ich die Fregatte verkaufen? Aber ich komme nicht weg. Das Spiel lässt mich nicht auf die Landkarte wechseln, dass wir irgendwo anders hinsegeln. Und dadurch, dass Oxbay in Alarmbereitschaft ist und beide Häfen quasi jetzt unsere Feinde sind, weil eigentlich müssten wir jetzt laut Beziehungsbuch müssten wir mit den Engländern im Krieg sein, genau. Funktioniert das Ganze nicht und deswegen ist dort noch mein anderer Offizier auf dem Schiff. Ich möchte jetzt noch was anderes kurz nachschauen und zwar bei den Charakteren. Ob da irgendeiner gestiegen ist? Nein, okay, ist nichts passiert. Das heißt, als nächstes bleibt mir eh nichts anderes übrig als, gehen wir wieder aufs Schiff. Jetzt können wir auf die Karte. Wunderbar. So.
Okay. Ach Gott, ja. Super. Also wir sind weggefahren, es hat einen Sturm gegeben, hat jetzt zwar nicht so mörderisch ausgeschaut, aber vielleicht bin ich ausgerutscht auf Deck, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall von Bord gespült worden. Ah, werte Captain, Ihr seid am was für ein Leben. Glück. Ihr müsst von Gott gesegnet sein, wenn ihr ein solches Unwetter überlebt habt. In all den Jahren habe ich noch nie einen solchen Sturm wüten sehen. Naja, Gebiete. Ja, also wie gesagt, ist jetzt nicht so dramatisch dargestellt worden, aber angeblich war es der Mörder-Hurricane oder was auch immer. Wo bin ich? Dauwesen, offenbar wurde die hier angespült. Habt ihr einen Hinweis auf mein Schiff oder meine Männer gefunden? Nein. Ihr solltet dem Herrn Gott danken, dass ich euch zufällig gefunden und aus dem Wasser gezogen habe. An eurer Stelle würde ich in die Stadt gehen. Vielleicht suchen eure Männer dort bereits nach euch. Ja, das werde ich tun. Danke. Super. Am Strand von Dauwesen. Gut. Ja, ist ja wurscht. Sicherheitshalber speichere ich, weil wenn ich am Strand bin, ich kann mich noch so ganz, ganz dunkel kann ich mich daran erinnern an die Szene. Speichern wir da. Ja, auf jeden Fall, wenn ich am Strand bin und ich soll in eine Stadt gehen, das heißt, ich muss durch einen kompletten Dschungel wieder rein. Gegenstände haben wir aber noch alles, oder? Ja, naja, wenigstens was. Na gut. Da geht's auf in den Dschungel. Das muss ja auch immer irgendwie vorkommen bei Ego-Shootern oder bei Adventures oder sonst irgendwas, wo du irgendwo, da bist schon ganz weit in der Geschichte und hoch aufgelevelt oder was, und dann passiert irgendwas und du musst wieder alles verlieren. Oder so gut wie alles. Das ist also schon. Ach Gott. So, na, da haben wir wieder irgendeine Räuberbande, toll. Und ich habe null Plan, wo Greenford, sorry, wo Dauwesen die Stadt ist. Das heißt, ich hole mal dahin. Zurzeit sind sie ja noch nicht feindlich gesinnt. Können wir da hinten vorbei? Normalerweise gehe ich. Oh, gehe ich links? 100 Gold liegen da einfach rum. So, auch wenn sie mich jetzt ansprechen wollen oder was, ich gehe einfach weiter. Ich bin nur ein Nachtwandler. Niemand kann mich ansprechen. Also ein Schlafwandler eigentlich, kein Nachtwandler. So. Gut, einmal links war ja gar nicht mal so schlecht. Da geht's nicht links. Das liegt da was oder ist das eine Schlange? Nein, okay, irgendeine Eidechse oder was immer das war. So, erst dann, wir sind von da hinten gekommen. Wir hätten die Möglichkeit, da jetzt dahin zu gehen oder dahin. Bleiben wir mal links. Nochmal Dschungel. Taugt man nicht, taugt man ganz und gar nicht. Beziehungsweise wäre es schön, wenn da irgendwo Hinweisschilder verraten, wo man hingehen sollte. Warte mal ganz kurz, was steht im Abenteuerbuch drinnen? Nicht, aha, das ist noch immer keine neue Quest angefangen. Also die lassen uns wirklich wortwörtlich planlos durch die Gegend rennen. Außenbezirk, das schaut gut aus. Ich glaube, auf Dauwesen gibt es eh nur die Stadt Dauwesen. Was anderes ist ja da, glaube ich, eh nicht vorhanden. Okay, wir sind unter. Also, wir werden attackiert, weil die Kampfmusik da ist.
Ich will mich aber gar nicht umdrehen, weil es könnte... Aha, da vorne ist irgendwas. Ich glaube, da stehen Skelette. Irgendwas ist das. Keine Ahnung was. Ich will nur schauen, dass ich weiterkomme. Die paar mickrigen Experience Points, die du kriegst für irgendwelche Viecher oder Piraten oder was weiß ich was, Skelette, das ist mir zu wenig. Bleiben wir mal ganz kurz stehen. Aha, okay. Also ich werde nicht direkt verfolgt, sondern einfach, es sind Feinde anwesend und die wollen mir ans Leder. Macht auf die Pforte! Jemand kommt bei Nacht und Wind. Im Dschungel liegt das Kind. Das habe ich vergessen. Das hat mich. Also dadurch bin ich langsamer gewesen, deswegen habe ich es liegen lassen. Yay, Tauwesen. Uhu. So, Tauwesen, gut. Wo sind wir denn da? Da wesen. Büro des Kredithauses. Ah, da ist es, genau. Da ist der Laden. Dann ist hier die Taverne. Und wo kann man denn gerade noch in der Nacht hingehen? In eine Taverne? Ah, okay. Toll, ich habe nur 50, also 100 Goldstücke, die ich gefunden habe. Ich habe gar kein Geld. Will er mich veräppeln? Sehr gut. Einmal wieder die normale Musik, dass ich nichts herumschneiden muss. Was für Geschäfte sind es denn? Was? Was für Geschäfte sind es denn? Das ist der erste Satz, den mir ein Wirt entgegenhaut. Brauche ein paar Auskünfte und meist ist der Wirt der örtlichen Taverne der beste Mann für sowas. Ja, bräuchte ein paar Männer, habt ihr ein Zimmer frei? Ja, das stimmt. Ich bekomme fast alles mit. Was wollt ihr denn wissen? Ich wüsste gern, ob mein Schiff namens Tiger's Claw im Hafen war. Tut mir leid, ich weiß nichts darüber. Das ist schade. Ja, ist richtig. Und ich habe nicht das Geld, ein Schiff zu mieten. Dann braucht ihr Arbeit, ja? Um die Wahrheit zu sagen, hier werdet ihr nicht viel finden. Aber es heißt, es gibt irgendwo auf der Insel Piraten, die nehmen so ziemlich jeden in ihre Reihen auf. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als für sie zu arbeiten. Ja, wollte ich hin? Abenteuerbuch. Hallo? Ich habe jetzt quasi einen Auftrag gekriegt, aber ich habe keine... Was ist denn das für ein Blödsinn? Warte mal kurz, reden wir noch einmal mit ihm. Pass auf, ich werde eins machen, ich speichere mal kurz. Machen wir einen neuen Speicherstand. Ist ja wurscht. Gut, ich habe ja Geld. Ich habe ja 100 Goldstücke, habe ich gefunden. Dann könnte ich ja mit ihm reden, ob er ein Zimmer vielleicht frei hat. Genau, wunderbar. Weil ich habe keine Lust, in der Nacht herumzukrallen. Aber Sicherheitshalber habe ich abgespeichert, hauptsächlich aus dem Grund, weil... cool, Kleinigkeit. Ja... Einfach nur, ich sage einmal so, jetzt nicht, dass ich in der Nacht Angst habe oder was, sondern ich glaube, ich habe weniger Gegner bei Tag als in der Nacht. Das ist schon wieder die falsche Musik, deswegen schnell raus. Nur weiß ich jetzt noch nicht, ob eben, wenn ich ein Pech habe, überlegt sich das Spiel, hey, ja, wir lassen ihn nicht weitermachen. Also er darf nur in der Nacht zu den Piraten gehen und nicht am Tag. Aber jetzt wird es eh lustig, weil ich muss einmal die Piraten finden. Die sind irgendwo da draußen. Ich meine, ich könnte jetzt eigentlich wieder einfach nur meine typische Angehensweise weiterverfolgen, dass ich wieder einfach nur links gehe. Weil jetzt sind wir ja quasi immer nur rechts gegangen, wenn man aus der Sicht, wo ich jetzt lang gehe. Also vom Strand aus sind wir immer links gegangen, wäre jetzt alles rechts und jetzt hätte ich einfach mal gemeint, gehen wir mal links. Weil hätte ich die 100 Gold nicht gefunden, ich habe ja vorher kein Geld gehabt. Das haben sie mir irgendwie aberkannt, ne? Und... Ah, ich habe das Fenster offen, das hätte ich vielleicht zumachen sollen. Ist ja wurscht.
Ja, und in der Taverne kannst du ja nicht handeln. Du kannst ihm nicht jetzt, ich meine, ich habe ja Heiltränk, ich hätte das Schwert, ich hätte, was weiß ich, das Fernrohr, alles Mögliche hätte ich, ne? Was ich theoretisch verkaufen könnte. Aber der Laden hat ja in der Nacht zu. Und beim Wirten selber kannst du nicht mit einem feilschen, von wegen, dass du ihm irgendwas verkaufst oder was, da brauchst du wirklich Gold, ne? Deswegen könnte es sein, dass ich jetzt quasi das Spiel überlistet habe und der mir das nicht erlaubt, eigentlich, dass ich jetzt, was weiß ich, das Piratennest da finde oder der Piratenkapitän, was auch immer, der mit mir dann besprechen wird, dass ich anheuern kann oder sonst irgendwas, also ich weiß nicht. Schauen wir mal. Darum heißt es ja auch, schauen wir mal Projekt. Okay, ich bin falsch. Außer die haben zufällig so Beach House oder irgendwie sowas, was ich mir jetzt noch nicht ganz vorstellen kann. Ich schaue aber kurz trotzdem mal weiter. Manchmal findet man ja was Interessantes auch noch. Na. Na gut, gehen wir wieder zurück und nehmen die nächste Abzweigung nach links. Und wieder mal ein Schluck vom Glückskaffee. Hoffentlich bringt er mal dieses Mal Glück. Da! Ah, da ist wieder eine Räuberbande. Gern, falls man es hören sollte, da draußen bellt ein Nachbarshund. Für den Fall der Fälle, dass der irgendwie anfängt mit einem Monolog oder so irgendwas oder Geschichte zum Erzählen, werde ich das Fenster natürlich schließen. Normalerweise habe ich das Fenster eigentlich zu 99% zu. Eben wegen Hintergrundgeräuschen, dass die nicht irgendwie ablenken. Ah, da liegt was. Das schaut wie ein Sackel aus da unten. Oder ein Beutel. Jawohl. Wieder 100 Gold. Müssen schleißige Piraten sein, dass die alles verlieren. Gut, na, dann gehen wir da wieder links, oder? Was anderes bleibt mir da eh nicht, glaube ich, übrig. Haus im Dschungel, ne? Das schaut schon mal vielversprechend aus. Gut, aber auch da werde ich... Ich schau kurz nach, gibt es irgendwas zum Einhamstern? Nein, okay. Das ist das Haus vom Rhymes. Gehen wir kurz rein. Das ist aber nicht das Piratennest, oder? Na. Das hat jemand angefüllt. Gar nicht mehr so schlecht. Ist da noch was? Gut, dann müssen wir da raus. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich noch mit dem Wirt quatschen müssen, dass er mal den Weg sagt zu den Piraten, aber eigentlich habe ich mir gedacht, dass wir hier halbwegs richtig wären. Fehlanzeige, ne? Dann kann man eh wieder nur links gehen. Es kann sich ja eh nur mehr um Stunden handeln, also. Aber geht man da jetzt nicht eigentlich wieder den kompletten Weg zurück, den wir vorher vom Strand gegangen sind?
Oder hätte ich mit den, ich sage mal, mit dem Lumpenpack da reden müssen, dass die mich zu ihrem Captain bringen oder was? Ich weiß nicht. Steht ja auch nichts im Abenteuerbuch drinnen. So, da stehen dann hinten wieder welche. Ah, da sind wir richtig. Ich werde da mal abspeichern, man weiß ja nie. Den Piraten kann man ja nicht trauen. Traust ihn nie. So, aber hier waren wir schon mal, bilde ich mir ein. Irgendwie sind wir hier schon mal herkommen. Jo. Das ist das Haus des Anführers. Jawohl. Oh. Wenn er es nicht braucht, ich nehme es gern. Verschwindet aus meinem Haus, bevor ich meine Männer rufe. Hä? Was? Ich hätte mir gedacht, mit dem soll ich reden. Das ist der Anführer von den Piraten. Oder muss ich... Was haben die denn sonst noch da? Was ist das? Ist nix. Ich meine, vielleicht haben sie noch eine Taverne. Da ist ein Haus. Niemand da. Nix drin. Taverne. Gut, die richtige Musik passt. Willkommen in meiner Taverne, Fremder. Mein Name ist Mario Figurello. Figurella, ist mal Figuera. Mario Figur. Er ist die Mario-Figur, Super Mario-Figur. Und eurem Aussehen nach zu urteilen, seid ihr wohl nicht nur gekommen, um zu trinken. Ich heiße Nathaniel Hawk und ihr habt recht, ich bin geschäftlich hier. Wie kann ich euch helfen? Ich brauche Informationen. Es überrascht mich nicht, dass ihr da zu mir kommt. In meinem Beruf bekommt man eine ganze Menge mit. Was wollt ihr wissen? Im Moment habe ich keine Fragen an euch. Lasst uns über... Hallo... Spatzel, hast du was zum Erzählen? Oh, bitte, Kapitän. Fangt hier keins aufgelagert. Ah, das ist auch das. Das erzählt immer das Gleiche. Was ist mit ihr? Hallo, Bursche. Ihr seht wie ein echter Seebär aus. Wollt ihr meiner Mannschaft beitreten? Zu welchen Bedingungen? Ich brauche einige zuverlässige Seeleute. Die Bezahlung ist 10 Goldstücke sofort und 200 nach dem Überfall. Was haltet ihr davon? Bei dem Preis nicht viel. Ich schätze, ich macht mich zum Captain und ich könnte es mir überlegen. Wenn ihr leben wollt, dann verratet mir, wo euer Schiff liegt und sagt euren Leuten, dass ich nun das Kommando habe. Ich habe ein Angebot, das vielleicht noch besser ist. Bringt mich nach Oxby und ich werde euch bezahlen, sobald wir angekommen sind. Das ist auf jeden Fall eigentlich nicht gut. Ich meine, ja, wir sind von dort weggefahren, das stimmt schon. Aber... es ist wirklich eigentlich deppert, weil was mache ich auf Oxby, wenn der mich einfach abliefert auf Oxby? Rein von der Logik her würde es ja passen. Aber wir sind ja auf See
runtergeflogen und quasi dann nach Tauwesen gespült worden. Wer sagt mir oder wer sagt uns, dass die Schiffe immer noch in Oxbay sind? Weil wenn nicht, bin ich auf einer Insel, die mehr oder weniger, wo ich der Staatsfeind Nummer 1 bin. Das ist, macht ja keinen Sinn. Wenn ihr leben wollt, dann verratet mir, wo euer Schiff liegt und sagt euren Leuten, dass... Ja, nehmen wir das. Ihr sucht Ärger, oder? Den könnt ihr haben. Dann kommt nur, alter Mann. Oh. Ich habe euren Kampf mit unserem Captain gesehen. Nun, nach unserem Gesetz seid ihr unser neuer Captain. Das Schiff gehört euch. Yeah! Ich meine, mache ich normalerweise nicht, aber warum? Ja. Tut dir keinen weh, ne? Wo kann ich es finden? Oh, es liegt ganz in der Nähe, in der Bucht von Palm Beach. Die haben Palm Beach, okay. Haltet euch nach dem Verlassen des Dorfes links und ihr werdet es bald sehen. Perfekt, mit mir zusammen werdet ihr erleben, was es heißt, echte Seebären zu sein, Jungs. Huzza, huzza, huzza. Weißt was, wir haben genug, dann soll er ruhig einmal einen trinken. Ja, bitte sauber machen in Reihe 2. Oder in Gang 2. Ja, war ja gar nicht mehr so schlecht. Dadurch, dass hier keine Werft gibt oder irgendwie sowas, werde ich... Ich meine, ich könnte nach Tauwesen jetzt eigentlich gehen und könnte mal schauen, was das für Schiff ist. Und ich habe nicht gewusst, dass mein Gegenüber halt eben, dass der Piratenkapitän, dass der halt eben schießt auf mich. Deswegen hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich früher geschossen. Und das ist immer so blöd, du aktivierst das Schießen, dann muss er erstmal die Waffe ziehen, dann schießt er und währenddessen kriegst du halt eben einen mit dem Säbel übergebraten. Sorry. Na, bin gespannt, was das für ein Kahn sein wird. Wahrscheinlich eine Tantare, wo es behelfsmäßig eine Kanone eingebaut haben. Weil die Tantare ist ja eigentlich nur so ein Transportschiff, so ein kleines Möchtegern-Schifferle. Das schau her mit Begrüßungskomitee. Na, das ist der eine, der mich rausgefischt hat. Na, so schnell geht das bei mir. Siehst? Ja, na, vom Nasenbohren kommt man nicht weit. Ein Schiffchen, bitteschön. So, was ist das jetzt da? Oh, Klasse 3. Die Amorail. Kann ich auch sehen, was das ist? 200 Mann. Wo sehe ich das? Ja gut, okay, ich habe eh kein Geld, also das bringt eh nichts. Wie schaut denn der Laderaum aus? Nö. Warte mal, gibt's da Info? Na, das Info zu der Ding gibt's, okay. Zu derer haben wir keine Info, gell? 10, 28, 16, 16er Kaliber. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Gut, gibt's was im Abenteuerbuch? Nein, nix. Gut, wisst's was? Also, gut, gespeichert haben wir eh nicht. Also haben wir eh, aber das ist ein bisschen... Ja, ist ja wurscht. Wir haben ja, bevor wir reingegangen sind ins Piratennest, haben wir ja gespeichert. Ich gehe mal auf See und ich werde nach, wo sind wir jetzt da gewesen? Ja, wir fahren nach Isla Muel. Oxbay macht ja null Sinn. So, es ist Tag. Mal dahin.
Zu Diensten, Mon Captain. Yay, Captain, seid ihr wirklich? Ich gebe zu, ich habe es nachgelesen. Also nicht nachgelesen, aber einfach, wie ich mich interessiert habe für das eine Problem, für die Problemlösung, habe ich nachgelesen, von wegen, du musst dann nach Isla Muel. Sorry, ist jetzt auch nicht von wegen, dass ich die Ureingebung gehabt habe oder was. Ich meine, auf der anderen Seite muss ich zugeben, es macht sogar Sinn, weil wie gesagt, Oxbay ist ein rotes Tuch. Redmond genauso, da wohnt der Governor. Das heißt, dadurch, dass wir mit den Enkeln dann im Krieg sind, kannst du dort nicht hinfahren, ohne zerschossen zu werden. Und in Dauwesen bringt es nicht. Man hätte man sicherlich auch noch vorbeischauen können. Aber du musst doch schauen, dass du relativ schnell irgendwo hinkommst, weil wenn dann irgendwann einmal deine Mannschaft ein Geld will, dann gibt es eine Meuterei. Und Isla Muel war in den vorhergehenden Missionen so präsent, kann nur sein, dass man dort hin muss. So, Captain, seid ihr es wirklich? Allerdings bin ich es, höchstpersönlich sogar. Gott sei Dank, dass ihr am Leben seid. Was macht ihr denn hier alle? Ich habe nicht gedacht, dass ich euch lebend wiedersehe, Fennel. Und alle Achtung, ihr seid nicht nur am Leben, ihr seht sogar aus, als hättet ihr gerade einen Monat in London verbracht. Männer! Ein Wunder, wie habt ihr euch bloß retten können? Beruhigt euch, ich habe euch etwas gefragt. Verzeiht, Kapitän. Wir sind bloß so froh, euch wohl aufzusehen. Und ich bin auch froh, dass ihr mich gesehen habt, aber trotzdem, was bringt euch hierher? Naja, nachdem ihr über Bord gespült worden wart, hat der Sturm uns noch ein paar Stunden ziemlich gebeutelt. Als das Unwetter endlich vorüber war, war Isla Muel das nächstgelegene Festland. Das Schiff war arg ramponiert, so haben wir die Dienste der dortigen spanischen Werft in Anspruch genommen. Und hier ist die Rechnung, die habt ihr jetzt zu bezahlen, Nathaniel, ne? Es hat ziemlich lang gedauert, aber jetzt ist die Tiger's Claw bestens in Ordnung. Freut mich zu hören. Aber wie habt ihr die Reparatur bezahlt? Wir haben alle zusammengelegt, einige weniger freiwillig als andere, aber ihre Wunden werden sicher schnell heilen. Es ist ja schließlich auch unser Schiff. Obwohl die Besatzung sich sicher freuen wird, dass der Kapitän wieder zurück ist. Nun, ich bin euch allen sehr dankbar. Das sollten wir feiern. Warum gehen wir nicht in die Taverne? Noch besser, bringen wir die Taverne zu den Männern. Ich werde 10 Fässer rum zum Schiff schicken lassen. Lasst sie zum Dank einen trinken. Der Captain lebe hoch! Gott segne euch, danke, irgendwie so. Und schon wieder die falsche Musik. Es ist ein glattes Wunder, dass ihr überlebt habt. Gott muss euch lieben, anders kann es nicht sein. Das bezweifle ich aber. Oder der Klappoptermann. Ich habe gehört, er mag tapfere Seeleute und hält seine schützende Hand über sie. Was spinnt ihr da für Seemannsgarn? Wieso Märchen? Giovanni Specklet von der Brig Ardent sagt, er habe den Klappoptermann mit eigenen Augen gesehen. Den Klappoptermann gesehen? Durch den Boden einer Flasche rum, möchte ich wetten. Nein, Captain. Er schwor, dass er nicht einen Tropfen Intus hatte. Wartet hier auf mich, Männer! Nathaniel! Wie seid ihr denn hierher gekommen? Daniel? Was macht ihr denn hier? Ich bin auf der Suche nach euch. Ich hatte befürchtet, ihr seid bereits Fischfutter. Ihr wart tatsächlich besorgt um mich? Ich bin gerührt. Um euch? Ich hatte Sorge wegen des Götzenbilds. Es wäre recht schwierig, das Ding in die Finger zu bekommen, wenn es mit eurem Schiff zusammen auf dem Meeresgrund läge. Das Götzenbild ist bei mir sicher. Apropos Schiff, wo ist denn eures? Ich musste es für diese Tafel eintauschen, aber das ist es wert, wenn ich den Schatz finde. Dann könnte ich 100 erstklassige Schiffe kaufen. Ich hoffe, ihr habt recht. Wo ist das sündteure Stück jetzt? Zum Herumtragen ist die Tafel zu schwer. Ich habe den ganzen Text auf Papier übertragen. Daniel, warum werde ich das Gefühl nicht los, dass ihr mir etwas verheimlicht? Vielleicht tue ich das, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, ihr werdet damit leben müssen. Hier ist der Text. Noch Fragen? Ja, nur eine. Was machen wir als nächstes? Habt ihr eine leere Kajüte für mich auf eurem Schiff? Es wäre doch nicht schön, wenn ihr wegen mir ins Mannschaftsquartier umziehen müsstet.
keine Sorge, ihr bekommt eure Kajüte. Bis dahin habe ich euch aber noch eine Menge zu erklären. Später, wenn ihr hier fertig seid, kommt nach oben, damit wir reden können. Gut. Mit was fertig sein? Also mit der Sauferei nehme ich mal an. Oder kann ich jetzt irgendwas machen? Ja. Es ist mir ein Vergnügen, mein Kapitän. So, man hat mir mein Schiff geraubt. Mitsamt der Tafel. Gut, dass ich eine Abschrift des Textes gemacht hatte. Ihr braucht euch keine Vorwürfe zu machen, Daniel. Auf See kann Schlimmeres geschehen. Wisst ihr? Die Gemeinplätze? Das habe ich noch nie gehört. Erspart mir die Gemeinplätze, Nathaniel. Ich mache mir keine Vorwürfe. Ich bin stinkwütend. Aber nicht mehr lange. Bald habe ich ein neues Schiff. Und dann fange ich die diebische Ratte und mache sie fertig. Hört, hört. Er klingt wie ein echter Pirat. Ich klinge wie ein echter Captain. Und genau das bin ich auch. Wenn ihr feine Manieren wollt, arbeitet doch für Silhard. Nein, danke. Ich habe auch ein Auge auf diesen Schatz geworfen. Dann sollten wir überlegen, was wir als nächstes tun. Wir müssen jemanden finden, der dieses alte Kauderwelsch übersetzen kann. Wenn wir nicht wie Rhymes enden wollen, müssen wir den gesamten Text lesen. Wohl wahr. Ich glaube, Clement hat doch immer behauptet, dass er sich auf alte Sprachen versteht. Richtig. Wir sollten ihn besuchen. Dann auf nach Greenford. Ich erwarte euch morgen früh auf dem Schiff. So, jetzt bin ich einmal Alter, jetzt sind wir schon im Hafen. Ich meine, ich hätte da einige Geschäfte zu erledigen. Wo bleibt ihr denn? Können wir segeln? Natürlich, das Schiff ist bereit. Dann lasst uns los. Vergesst nicht, wer hier der Captain ist. Gut, warte mal. Abenteuerbuch. Sehr gut, wir haben eine neue Quest begonnen. Eine weitere glückliche Gelegenheit hat sich aufgetan. Ich traf Daniel in der Taverne auf Isla Muel. Sie sagte mir, dass sie die Tontafeln habe, auf denen die Legende aufgezeichnet ist. Sie hat ihr Schiff verloren und plant nun für eine Weile auf meinem Schiff mitzureisen. Sie hat eine Kopie der Tafel anfertigen lassen. Nun suchen wir Aurentis auf. Ich erinnerte mich, wie er mit seinem Wissen um die Sprache der Eingeborenen angab. Womöglich könnte er für uns die Legende vom Tempel des Sonnengottes übersetzen. Zu meiner großen Überraschung sah ich mein altes Schiff vor Anker im Hafen. Ja, als ich dort mit meinem Schiff einlief, ich traf meine Leute an Land, stellte sich heraus, dass sie den Sturm überstanden hatten. Sie waren den nächsten Hafen angelaufen, um das Schiff zu reparieren. Okay, pass auf. Schiff. Ich habe jetzt... Wie viele Schiffe habe ich jetzt? Wieso habe ich da nur zwei? Ich meine, ist schon klar, ich kann nur ein Schiff mal nehmen, aber das heißt, da liegt jetzt da ein Piratenschiff... Ja, warte. Wir speichern einmal sicherheitshalber, weil ich möchte jetzt ein bisschen geschäftlich da unterwegs sein. Und ich habe keine Lust, dass das dann wieder nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Ist ja wohl nicht mehr das. Außerdem, warte mal, meine Passagiere, wen haben wir denn da jetzt drinnen? Ah, da haben wir sie jetzt da. Ja. Nein, warte, ich möchte was anderes machen. Ich möchte schauen, ob ich den raushauen kann. Nicht, dass ich was gegen ihn habe oder so, aber... Oder hauen wir ihn raus oder nehmen wir ihn einfach nur nicht mit? Na, pass auf, wir machen es anders. Den lassen wir dabei da drinnen. Gut, erst dann, wo müssen wir überall hin? Werft wäre mal ein guter Anlaufpunkt.
Nein, nicht öffnen. Werft. Dann können wir nämlich das andere Schiff mal verkaufen. Dann haben wir jetzt quasi aber noch einen drinnen. Das wird dann, glaube ich, zu viel. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Maxeln. Das kommt ja auch noch dazu. Nein, ich muss ihn raushauen. Es geht ja nicht anders aus. Weil, wenn ich dann... Ich habe ja mit ihr jetzt da schon 4. Und ich weiß nicht, ob das Spiel das verkraftet, wenn ich 5 Passagiere habe, / 5 Offiziere, wo ich eh nur 3 einsetzen kann. Deswegen wird es, glaube ich... Ja. Reden. Verzeihung. Nichts. Was? Warte mal, was soll das? Mit ihm kann ich... Nichts für ungut, Sir. Ich darf während der Wache nicht reden. Ich kann den nicht raushauen? Gekommen. Ah. Ich vergesse immer, wie man das macht. Ja, ist wurscht. Entschuldigung, ja. Machen wir weiter. So, eure Gesundheit anscheinend die beste, aber euer Gedächtnis ist... Was? Ach, was wollt ihr schon wieder mit eurem Problemchen? Tut mir leid, dass ich störe. Ich sollte wieder gehen. Kommen wir zum Geschäftlichen, natürlich. Werft in Anspruch nehmen, reparieren. Die haben angeblich alles repariert. Na, für den Hugo. Ist deppert reparieren. 39.000 wird es kosten. Ja, wir verkaufen es. Ah, warte mal kurz. Was kann ich für euch tun, Kapitän? Ein Schiff flicken, Waffen besorgen. Ich möchte mal kurz nachschauen, was die da haben. Ein Schlachtschiff. Ich überlege mir gerade, ob ich upgraden soll auf ein Schlachtschiff. Das ist nämlich... Warte mal, hätten wir überhaupt genug... Das kostet 200.000. 200.000, wenn wir das verkaufen würden, kriegen wir 119. Ja, also wir könnten es uns auf jeden Fall leisten. Ich meine, es ist wirklich ein mega Unterschied. 70 Kanonen gegen 44, ne? Das ist, von der Hülle her haben wir halt eben auch das Doppelte quasi. 11 und 28 und da ist 14 und 40. Na, nix. Na, ich. Na. Lassen wir's. So, wir sind hier gewesen. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Taverne. In der Taverne werden wir jetzt dann nochmal kurz vorsprechen wegen einer Mannschaft. Dass wir die wieder aufstocken. Und schon wieder die falsche Musik. Nein, ich will kein Zimmer. Vielleicht später. Verzeiht mir, momentan bin ich schief. Warte mal kurz. Hat der keine Maxeln? Soll es nichts ausmachen? Würde ich gern geschäftlich. Ich brauche Mannschaft. Hä? Jetzt ist auf einmal Abend. Alter. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir angeblich so lange gebraucht. Nö, hallo. Gibt's hier was zum Fladdern? So, jetzt da kriegen wir aber Maxeln hoffentlich. Dann gehen wir noch rüber in den Laden. Da möchte ich noch meine ganze Ding ändern. Wahrscheinlich sind die jetzt schon alle weggesegelt. So, ich bräuchte Männer. Männer vom Flake. So, das haben wir. Nein. Ja, das können wir gleich machen. Wir gehen zum Laden. Da können wir auch noch ein paar Sachen verkaufen und halt eben, ich möchte noch... So, zeigt mir, was ihr auf Lager habt. Fracht. Na, machen wir mal kurz die Sachen.
Sachen machen. Wie viel kriege ich denn dafür? Gar nichts. Das ist eine Mega-Statue aus Gold, was? Da kriegst du nichts dafür. So, was hat er denn sonst noch? Die Doppelläufige ist eigentlich cool, aber ja, brauchen wir eh nicht. Auf jeden Fall können wir noch ein paar von die Heiltränke können wir verkaufen. Eine von den Mischungen. Also die Mischung ist halt eben gegen Gift und Heiltrank. Zum Glück kann man das Gift noch nie, also das Gegengift noch nie einsetzen müssen. So, das war das. Keine Beute, nichts im Sack, was Kamerad? Hast du eine Ahnung, was ich in meinem Sack habe? Na, pass auf, wir machen wieder. Machen wir mal 60. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? Gut. Bomben, Dinger, Dinger. So. Machen wir mal das, dann kommen wir eben auf. Achso, dann sind wir auf 140. Wir könnten da noch wie viel mitnehmen? Ja, das ist das Maximum. Nein, wir nehmen da noch 30 mit. Dann nehmen wir auch noch 10 mit. So, und den Rest. Zack. Weil von denen können wir ein bisschen was verkaufen. Wir brauchen von den Kartätschen eh nie so viel. Da 700. Ja, nehmen wir 200 davon mit. So, jetzt sind wir voll ausgestattet. Ich schaue noch kurz nach, ob da zufällig noch irgendwas an Bord ist. Ich glaube es aber nicht. Und ich hoffe, den Rum hat er selbstständig schon rübergeben. Nicht, dass wir das extra da machen müssen. Gut. Charaktere, ist da irgendjemand aufgelevelt zufällig? Na, woher auch? Ja, überhaupt, sie sind nicht alle in meinem Dingele Hafen. Ab zum Hafen. So. Gut. Schiffele, Schiffele. Bin gespannt, ob das Schiff überhaupt noch da ist. Ja, da hinten sehe ich was. Im Nebel. Aber ich würde einfach mal sagen, jetzt haben wir eh schon wieder über 40 Minuten. Ja, so was 47 Minuten oder was müssten das sein. Dann würde ich einfach mal sagen, wir werden das Ganze nächstes Mal weitermachen. Das war dieses Mal halt eben sehr viel mit Story. Actionmäßig ist nicht allzu viel passiert, aber das wird sich sicherlich ändern in der nächsten Folge. In Teil 32, da tippe ich mal stark drauf. Ich hoffe einfach mal, euch hat diese Folge gefallen von, schauen wir mal, Fluch der Karibik Teil 31. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben geil. Tschüss, Baba.